Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im neuen Video. Ich probiere mal wieder eine neue Kameraeinstellung und dachte, ihr könnt dann ganz toll auf meinen Tisch blicken. Und heute ist irgendwie so das Thema, ja, Hortensienkranz, die viele fragen ja, hält der? Ja, die Antworten dazu gibt es im Video mit ganz vielen Tipps und Tricks und es lohnt sich wie immer, bis zum Schluss dran zu bleiben. Ja, Hortensienkränze sind ja wirklich ein Traum und ja, jeder schwärmt natürlich von diesen frischen, tollen Blüten. Das ist ja auch, das ist erste Sahne. Aber die bleiben natürlich nicht so schön. Ja, das ist die Natur der Dinge und es gibt Kränze, die also sehr schön eintrocknen. Ich finde, dass der hier zum Beispiel recht schön eingetrocknet ist. Ja, und dass man den immer noch mit einem Glas in der Mitte sehr gut hinstellen kann. Das Ding ist, wenn Hortensien jetzt draußen sind, ihr seht ja auch, da ist Regen, da ist, ja, dann wird es dann mal warm, mal kalt und feucht. Und dann gehen die Hortensien natürlich in der Natur kaputt. Und wenn ihr die draußen habt, draußen an der Haustür, dann gehen die auch kaputt. Das ist halt leider so, ja. Dann gibt es Kränze, wie gesagt, die so schön eintrocknen wie der. Ich finde es also schon, der ist echt hübsch. Ich darf jetzt natürlich nicht die frische Hortensie daneben halten. Und dann gibt es welche, ich finde, der ist jetzt, ja, der sieht jetzt echt trocken aus und der ist jetzt irgendwie nicht so schön. Ja, der hat mir auch nicht mehr so gefallen. Und ich sage so, also den, da würde ich jetzt tatsächlich hergehen. Und das ist jetzt einfach mal so ein Video heute auch, was mache ich denn mit den Sachen, ja, wenn die nicht mehr so schön sind. Also da würde ich jetzt wirklich hergehen und der ist ja hier so gewickelt mit diesem Draht. Hier sieht man auch den Draht, ja, und da würde ich auch den Draht öffnen und würde sagen, okay, ich wickel den ab, wickel mir den Draht auch noch auf eine Spule, beziehungsweise, ach, ich glaube, das ist zu viel Mühe. Nee, ich würde den Draht aufmachen, also öffnen und ich würde tatsächlich auch die Hortensien einfach wegschmeißen und ihr könnt den Römer wieder verwenden. Das Schöne ist ja, es ist ja alles gewickelt, es lässt sich ja abmachen und der Römer ist, Moment, alles im Grundmüllbeutel, den Draht natürlich in den normalen Müll, die Hortensien, die sind jetzt auch braun, die sind nicht mehr schön, die Hortensien in den Biomüll. Also das, da kann man nichts mehr draus machen. Das mache ich jetzt gleich mal in Ruhe natürlich, nicht im Video. Das heißt, ich tue den weg. Aber wie man sieht, der wilde Wein, der da drin ist, der ist also nicht abgefallen. Und die Beeren sind eigentlich tatsächlich immer noch schön, weil die Sachen sind natürlich immer toll, wenn wir die frisch machen, ne? Aber wie das mal so aussieht nach ein paar Tagen, ist ja auch spannend. Und den nehme ich jetzt dann nachher auseinander. Ja, wirklich einen frischen Kranz. Ja, hier habe ich jetzt also einen Kranz. Der ist jetzt, ich finde, also immer noch von der Hortensie toll getrocknet. Man merkt auch jetzt, ja, es raschelt. Und wenn man den drin auf dem Tisch hat, dann ist der eigentlich auch noch sehr, sehr brauchbar. Jetzt kann man natürlich hergehen und kann sagen, okay, ich hübsche den ein bisschen auf. Und tatsächlich ist es auch so, immer wenn ich Hortensienkränze oder nein, wenn ich Herbstkränze mache, dann sagt mein Mann auch, oh, kannst du nicht für uns auch einen Kranz machen? Dann sage ich, okay, mache ich, kein Problem. Und da gehe ich jetzt einfach her, kann den ruhig auch ein bisschen robust behandeln. Ja, nehmen also hier, die Hortensien haben ja diese Verästelungen. Nehmen also diese, zieh die auseinander, so eine Verästelung. Und
Da mache ich euch nochmal den Bestelllink rein. Nehmen also diese Patenthaften. Und das sind jetzt Patenthaften, wir nennen die auch Krampen. Ja, ich kaufe da ja natürlich eine ganze Kiste. Wie nennen die sich? Haben keinen Namen. Okay, ich mache euch den Bestelllink rein. Ja, also das, ihr müsst nicht so viele kaufen wie ich. Aber es ist natürlich toll, wenn man sowas hat. Ja, ich liebe mein Lager. Ich finde es göttlich. Ja. Also, da kann ich dann hergehen und suche mir eine schöne Stelle und mache einfach, krampe einfach die frische Hortensie zwischen meine trockene. Und wenn ich das über den ganzen Kranz mache, dass ich eben diese schönen frischen Hortensien reinmache, dann ist im Grunde genommen so dieser trockene Charakter, den habe ich eigentlich schon schön übertüncht, ohne diesen Kranz ganz neu zu wickeln. Und das kann ich jetzt mal fleißig machen. Und dann habe ich natürlich noch eine schöne Idee, wie ich diesen Kranz noch mal zu mehr Frische verhelfen kann oder zu mehr Fruchtigkeit, ohne jetzt alles noch mal neu zu wickeln. Es spart Arbeit, es spart auch Material. Ich kann einfach die vorhandene Basis sehr schön nutzen. Und guckt mal, wie schön das eigentlich schon ist. Nur mit ein bisschen was so dazwischen gekrampt, ist das jetzt richtig toll. Ich mache das jetzt über den restlichen Kranz mal schnell. Und dann habe ich noch mal so ein paar richtig schöne Ideen. Hier sind noch mal so die kleinen Details dazu. Gibt noch mehr? Kommt gleich. So, also jetzt kommen erstmal die trockenen Stellen vom Tisch. Der Kranz ist natürlich beim Anfassen, raschelt er ein bisschen. Aber guckt mal, wie toll die Farben sind und wie super der aufgehübscht ist. Und einfach nur, also im Grunde genommen, was habe ich jetzt verwendet an Hortensie? Ich habe jetzt zwei so große, ich guck mal gerade, ja, ich glaube, ich habe jetzt vielleicht zwei so große Blüten verwendet und habe die geteilt, ungefähr. Und habe natürlich eine blaue, ja, man muss natürlich schöne Farben bekommen, ja. Und habe eine blaue Hortensie genommen und habe das Blau auch extra so ein bisschen schön über den Kranz verteilt. Da wir es sehr gerne, also mein Mann findet bunt ganz toll, da wir es super gern bunt mögen, war noch meine Idee, ich habe einfach eine zweifarbige Erika gekauft. Ich schneide die jetzt im Grunde genommen einfach ab und krampe und nehme die Stückchen. Ja, also so. Genau. Also die wird jetzt einfach hier so mal abgeschnitten. Und dann nehme ich immer von der hellen und von der rötlichen Erika und überlege mir natürlich zuvor auch die Richtung. Ich würde jetzt nicht zuerst in die und dann in die und so kreuz und quer, sondern ich würde schon, die Erika hat ja auch so eine Schwungform, ja. Und das ist natürlich auch schön, wenn man das mit der Schwungform vom Kranz, wenn man das so ein bisschen parallel laufen lässt, dann ist das harmonischer. So, also man braucht schon, wenn man jetzt in den Kranz einiges reinmacht, man braucht schon eine Portion von diesen Metallkrampen. Ja, darf man auch nicht sparen, weil man möchte ja die Sachen auch schön verteilen und dann sieht es natürlich auch toll aus. Bringe ich natürlich noch ein bisschen Farbe rein über die Hagebutten. Ich habe wunderschöne Hagebutten im Moment wieder da. Das ist erstaunlich, gell, was ich alles habe, obwohl ich keinen Laden mehr habe. Aber für die Videos, muss ich sagen, bin ich doch natürlich sehr, sehr emsig am, ja, auch am Ergattern im Großmarkt und bin doch unterwegs. Und ich bin ja auch, wie ihr sicher wisst, freiberuflich als Floristin tätig und dann also auch in diversen Geschäften tätig. Und das ist super, super schön. Und manche von euch haben ja gefragt, Margit, hast du deinen Laden nicht mehr? Die das irgendwie nicht mitbekommen haben. Ja, ich habe meinen Laden geschlossen.
und ich habe ihn ganz bewusst geschlossen. Einer hat auch gesagt, sag mal, hast du Insolvenz angemeldet? Und ich sage, nein, ich habe keine Insolvenz angemeldet. Ich habe meinen Laden geschlossen, weil es war schön, aber ich wollte auch, ich wollte auch gern etwas freier sein, ohne Öffnungszeiten, ohne so viele administrative Zwänge, ohne die permanente Verpflichtung, immer da sein zu müssen. Und es macht es total angenehm. Ich bin super dankbar, dass meine Mitarbeiter bis zum Schluss alle treu da geblieben sind. Ich habe ganz tolle, liebe Kunden. Und ich bin jetzt auch, habe also einen Betrieb gefunden, in dem ich wahnsinnig gern arbeite. Der ist in meinem Ort, der ist 1 Kilometer von meinem Wohnhaus entfernt, wo ich auch tatsächlich mit dem Fahrrad auch jetzt im Sommer öfters hingefahren bin. Das ist Blumenweigand in Bad Soden und es ist ein ganz toller Familienbetrieb. Da bin ich freiberuflich sehr oft tätig und es kommen wirklich viele Kunden auch aus Königstein oder auch meine treuen Kunden kommen auch nach Bad Soden und freuen sich, dass sie auch da bei mir weiterhin bestellen können. Und ja, also ich habe meinen Laden ganz bewusst geschlossen. Es war eine tolle Zeit und ich fand die 14 Jahre wunderschön. Aber ich bin auch sehr, sehr glücklich, einfach jetzt nach den 14 Jahren freiberuflich Kollegen unterstützen zu dürfen, den Spaß zu haben und eben auch nicht immer da sein zu müssen. Ja, das ist so der Hintergrund. So, ich habe nebenher jetzt einfach mit den Hagebutten meinen Kranz schon mal etwas bunter gemacht. Ich habe Erika drin, ich habe Hagebutten drin. Die Erika macht den natürlich etwas unruhiger, ja. Die spießt so ein bisschen raus, ihr seht es auch. Das ist nicht mehr diese ganz runde Form, weil die Hortensie ist natürlich ganz rund. Dann gibt es auch noch was Schönes Farbiges. Das sind Cotton Pots, das sind die Baumwollfrüchte. Und diese Cotton Pots, die klebe ich noch rein. Ich habe mir den Heißkleber angemacht. Ich habe hier also einen ganzen Beutel Cotton Pots in diesem Rot. Die gibt es auch in verschiedenen Farbtönen. So, und dann zeige ich euch mal schon, wie das aussieht. Das ist also auch sehr schön. Ja, das sind dann also noch diese Früchte hier. Das ist jetzt ein Cotton Pot. Ja, und das bringt dann auch nochmal diesen schönen dunklen Effekt. Ich hätte im Laden auch noch zum Beispiel ein ganz tolles Herbstlaub. Ja, das wäre auch was Schönes. Habe ich aber jetzt nicht hier. Und ich nehme jetzt auch, ich habe bei mir tolle Materialien in meiner Werkstatt, über die ich ja so glücklich bin. Und wo ich jetzt auch ganz toll zu meinem Mann gesagt habe, ich gehe noch mal ein Video drehen und ich mache unseren Herbstkranz. Und dann habe ich gesagt, tschüss, ich bin dann mal weg. Ja, und genauso habe ich es gemacht. Bin hier unten und kann hier so vor mich hin werkeln. Den Fußboden dürftet ihr nicht sehen, weil der ist natürlich schön dreckig. Und kann hier einfach noch mal danach fegen. Und es ist so, ja, fast wie im Laden. Habe also hier eine perfekte Werkbank. Und über die ich auch total glücklich bin und kann hier auch meine Videos drehen. Und wenn ich das jetzt alles in der Wohnung machen würde und in der Wohnung diesen ganzen Dreck machen würde, ich glaube, das wäre für unser Privatleben etwas spaßbegrenzt. Genau, ich glaube, das ist gut formuliert. So, ich mache den jetzt mal fertig und dann zeige ich euch gleich und erkläre euch auch gleich, wie der am allerbesten hält und was man beachten muss. Und wenn man den anfasst, dann spürt man natürlich, dass er an manchen Stellen raschelt. Aber ich habe jetzt mit Hilfe von den Hortensien, mit den Cotton Pots, mit den Hagebutten und natürlich, indem ich alles nur gekrampt habe, beziehungsweise die Cotton Pots habe ich natürlich geklebt. Cotton Pots, Entschuldigung. geklebt, ja. Die müssen natürlich geklebt rein. Aber so ist der Kranz jetzt so fruchtig und so schön und es sieht eigentlich kein Mensch, dass der mal so trocken war. Und das Geheimnis ist jetzt, das Geheimnis der Haltbarkeit liegt jetzt hier. Und wenn man diesen Kranz dann
mal wegstellen will vom Tisch, dann nimmt man einfach das Tablett und nimmt nicht den Kranz, weil wenn der trocken ist, wird er natürlich ein bisschen bröseliger. Und dieses schöne Tablett passt jetzt natürlich auch perfekt zu dem Kranz. Das ist ein tolles Tablett für, ich muss mal gucken, ob es das noch gibt. Das ist ein ganz tolles Tablett für Weihnachten mit diesem Goldschimmer oder auch jetzt für Herbst für den Kranz. Das ist einfach für alle Zwecke wunderschön. Und genau so werde ich den jetzt da drauf setzen und werde den einfach bei Bedarf, wenn er vom Tisch soll, der Kranz, werde ich es einfach auf dem Tablett tragen, mache ein Glas mit einer Kerze rein und mal gucken, wie die Materialien jetzt eintrocknen. Ich bin sehr gespannt, aber die meisten trocknen ja wirklich toll ein, weil es ist ja jetzt Herbst, ja. Aber wenn das nicht passieren sollte, dann wisst ihr jetzt mit einfachen Mitteln, wie ihr ihn aufhübscht. Und ich glaube, es gibt noch mehr Tipps, welche Materialien man nehmen kann. Da gehe ich mal wieder in den Laden und hole welche. Aber das war für heute jetzt mit diesen drei Zutaten schon mal, glaube ich, eine bahnbrechende neue Optik. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich total und freue mich auf eure Anregungen. Mit was pusht ihr euren Kranz nochmal? Was gibt's in eurem Garten oder was gibt's für tolle Sachen? Ich bin mal super gespannt, was ihr schreibt und sage euch ganz liebe Grüße. Und ach ja, wollt ihr, wenn ihr auch einen Hortensienkranz für euch wollt, gerne vielleicht auch mit Cottonpots zum Beispiel, aber Hortensienkranz pur, dann kann ich euch den schicken. Schickt mir eine E-Mail an youtube@flowerstyle.de. Und ich guck mal, was ich ergattern kann. Die nächsten, ich denke, im Moment habe ich noch tolles Material und ich würde mich freuen, wenn ich euch sowas auch machen kann. Ganz liebe Grüße und bitte nicht in die Kommentare Bestellung, bitte eine E-Mail an youtube@flowerstyle.de. Ich danke euch, alles Liebe von eurer Margit. Tschüss!